Ja, Werder Bremen musste kurzfristig auf noch jemanden verzichten, der allerdings weder verletzt noch gesperrt war. Naby Keita war überraschenderweise mal fit für ein Spiel. Na, also Werder Bremen-Fans werden sich ja an die bisherigen drei Einsatzminuten von Naby Keita im Laufe der Saison sicherlich gut erinnern. Der war fit und hat aber gestern erfahren, dass er nicht in der Startelf steht. Und daraufhin hat er sich gesagt: Nö, Freunde, also ich steig nicht mehr in den Bus, ich fahre jetzt nach Hause. Ja. Tschüss. Was zur Hölle ist denn mit dem Kerl los? Ist der jetzt so angefressen, dass der, wenn er dann das eine Mal, wo er nicht verletzt ist, dann nicht in der Startelf spielt, dann komplett ausflippt und abdampft? Was Ja. ist denn mit dem los? Werder Bremen hat doch die Arschkarte mit dem gezogen und nicht andersrum. Ja, ist echt so. Was ist denn Kater sauer auf Werder Bremen? Werder Bremen hätte jeglichen Grund, sauer auf Naby Keita zu sein. Ja, die hätten eigentlich sagen müssen, du fährst als Einziger jetzt nach Leverkusen. Ich glaube auch, dass Ole Werner dann gesagt hat, komm, dann hau ab. Ja, ich dachte, du vermisst dich doch, brauchst auch nicht wiederkommen. Ja.